Seit Samstag sind rund 30 Flüchtlinge am Sendlinger Torplatz im Hungerstreik. Sie kämpfen gegen die miserablen Zustände in den Gemeinschaftsunterkünften. Oberbürgermeister Dieter Reiter kam am Montag vorbei, um sich vor Ort ein Bild der Situation zu machen. Ich habe den Flüchtlingen gesagt, dass ich drei Schritte sehe, wie wir damit umgehen könnten. Erstens, ich würde ihnen vorschlagen, den Hungerstreik zu beenden. Zweitens, ich würde ihnen eine Unterbringung versuchen zu vermitteln in der Bayernkaserne. Und drittens, ich würde zu einem Gesprächen einladen, an denen sowohl die Stadt als auch die bayerische Staatsregierung, gegebenenfalls Vertreter der Bundesregierung teilnehmen können, mit dem Ziel, ihre Forderungen auch in Zusammenarbeit mit Flüchtlingsverbänden mal zu formulieren. Die Flüchtlinge wollen akzeptiert werden und fordern ein generelles Bleiberecht in Deutschland. Ich bin kein Märchenonkel, ich werde Ihnen nichts versprechen, was ich nicht halten kann oder für ich nicht zuständig bin. Und eine generelle Erlaubnis, in Deutschland zu bleiben, kann ich selbstverständlich nicht erteilen. Aber es wird möglich sein, glaube ich, in einem Dialog gegebenenfalls Zwischenschritte zu definieren. Und um das geht's. Und das werde ich jetzt versuchen, mal etwas intern zu besprechen. Und dann werde ich, denke ich mal, nochmal mit den Damen und Herren sprechen. Wie lange die Flüchtlinge ihren Hungerstreik fortsetzen, ist noch unklar. Doch Dieter Reiter macht eines deutlich. Es macht überhaupt keinen Sinn, im Grunde hier noch Wochen auszuharren. Das verändert die Ergebnisse nicht. Ich werde jetzt genau das tun, was ich gesagt habe, nämlich darüber nachdenken, wie man den Menschen helfen kann und welche politischen Forderungen wir an welche Adressaten richten müssen. Darüber gilt es jetzt nachzudenken. Der Streik müsste von der Polizei beendet werden, sobald gesundheitliche Schäden drohen. Die Flüchtlinge sind ungeduldig. Jetzt sind die Politiker an der Reihe, etwas zu unternehmen.